Germany, June 26, 1963. I am proud to come to this city as the guest of your distinguished mayor, who has symbolized throughout the world the fighting spirit of West Berlin. And I am proud. Dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. In letzter Minute floh auch der Vater in den Westen. Am nächsten Tag sind Fenster und Türen zugemacht. 9 Tage nach dem Mauerbau das erste Todesopfer. Ida Siegmann verletzte sich beim Sprung aus dem 3. Stock ihres Hauses in der Bernauer Straße so schwer, dass sie noch auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Beginnen die eigentlichen Grenzsperren. Weitergehen ist lebensgefährlich. Was hinter dieser ersten Mauer liegt, darf kein normaler DDR-Bürger betreten. Den streng bewachten Grenzstreifen. So wie hier sah er Anfang der 80er Jahre aus. Er wird ständig ausgebaut. Auf dem Patrouillenweg außerhalb des Grenzstreifens kontrollieren nicht nur Soldaten, sondern auch Volkspolizei und andere. Fluchtverhinderung in der DDR, eine aufwendige, kostspielige Aktion. One sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe,
If you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Allesamt MFS-Mitarbeiter eigenmächtig. Sie öffnen den Schlagbaum. Sie öffnen ein Schleusentor.